Unsere Einstellung entscheidet auch darüber, wie viel Bargeld Sie mit sich tragen. Schauen Sie doch mal, wie viel Geld Sie bei sich haben. Wer von Ihnen hat über 500 Euro dabei? Aha, wer hat über 1000 Euro dabei? Die anderen, merken Sie sich die? Warum auch immer. Mein Tipp ist, haben Sie immer im Portemonnaie separat irgendwo 500 Euro dabei, so zusammengeknubbelt. Damit Sie erkennen, das ist separat, da gehe ich nicht dran. Das ist einfach für mich ein mentales Trainingsinstrument, dass ich mich daran gewöhne, viel Geld bei mir zu haben. Das gebe ich nicht aus. Was könnte dagegen sprechen, sowas zu tun? Man könnte beklaut werden. Sind Sie schon mal beklaut worden? Wer von Ihnen ist schon zweimal beklaut worden? Das ist super. Statistisch wird man im Leben zweimal beklaut, Ihnen kann nichts mehr passieren. Was könnte noch passieren, außer beklaut werden? Wir könnten es verlieren. Was könnte noch passieren? Ja, ich könnte es ausgeben. Und was könnte noch passieren? Ich könnte es in der Hose vergessen und stecke es in die Waschmaschine. So, jetzt überlegen wir mal, welche Botschaft wir uns geben, wenn wir uns das sagen. Ich könnte beklaut werden, wir trauen anderen nicht. Ich könnte es verlieren, ich traue meinem Glück und dem Universum nicht. Ich könnte es ausgeben, ich traue mir nicht. Ich stecke es in die Waschmaschine, ich traue meinem Glück nicht. Sehen Sie, was das für verhängnisvolle Botschaften sind. Es fängt ganz einfach damit an, wir können unser Gehirn uns vorstellen wie ein Muskel, den wir mental trainieren können, wie ein Bizeps, wenn wir pumpen. Das können wir machen, indem wir einfach viel Geld mit uns tragen. Das ist dann unsere mentale Hantel. Mindestens 500 Euro, einfach um uns dran gewöhnen, viel Geld dabei zu haben. Als ich damals, ich habe Ihnen das erzählt, mein Coach hat mich gezwungen, mein Auto zu verkaufen. Dann habe ich das verkauft an einem Freitagnachmittag und habe 30.000 Mark bekommen. Was ist am Freitagnachmittag nicht mehr offen? Die Bank. Ja, jetzt hatte ich 30.000 Mark in der Tasche, bin in meiner, ist eine wahre Geschichte, 26 Jahre, eigentlich ein cooler Typ, laufe in mein Apartment, schließe doppelt ab. Mach die Kette davor, habe ich sonst nie benutzt. Ich hatte ja auch nicht viel. Und jetzt habe ich diese 30.000 in 6 Haufen verteilt und habe das in meinem Apartment versteckt, aber sowas von cool. Also so super versteckt und habe mich 2 Tage nicht rausgetraut. So uncool war ich mit Geld. Und der Hammer ist, ich habe wirklich einen Haufen mit 5.000 Mark nie mehr wiedergefunden, auch beim Auszug nicht. Also echt gut versteckt. Ich musste mich trainieren mit Geld. Das war kein Wunder. Ich bin religiös aufgezogen worden. Geld war was Schlechtes. Und ich habe diese Glaubenssätze mit mir rumgeschleppt und das mündete in Angst. Und wenn Ihnen das auch so geht, trainieren Sie sich mit Geld wohlzufühlen. Mieten Sie sich ein Bankfach, kaufen sich ein Safe, legen Sie Cash rein, legen Sie Goldbärchen rein, mindestens 6. Warum 6? Weil man dann die erste kleine sehenswerte Pyramide machen kann. Das ist schön. Für die Fortgeschrittenen kaufen Sie sich Brillanten. Brillanten ist noch cooler als Gold. Und dann holen Sie es einmal in der Woche oder wann immer Sie wollen raus und spielen Sie damit. Das ist so etwas Schönes. Das klingt so lächerlich, es ist aber echt ernst. Wir können uns damit zum Reichdenken programmieren. Wir müssen lernen, uns mit Geld wohlzufühlen. Wenn Sie sagen, 500 Euro ist für mich keine Herausforderung, nehmen Sie 5.000 oder nehmen Sie 50.000 und tragen Sie die mal ein bisschen mit sich rum. Der Stapel ist gar nicht so dick, wie man jetzt denkt.